Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 5. Oktober. Heute dabei PlayStation 4, The Zone, Foursquare, LinkedIn, Tesla, Sonos, Google Pixel 2, Google Pixel Book, Google Pixel Buds, Google Clips und Google Home. Ja, ihr merkt schon, es ist sehr Google-lastig, denn Google hat heute einiges vorgestellt und dazu kommen wir später. Fangen wir mal mit Sony an und der PlayStation. Dort gibt es nämlich jetzt die neue Systemsoftware 5.0 und damit auch neue Funktionen für die PlayStation. Und das wären unter anderem eine Freundesliste-Verwaltung, Twitch-Streaming in 1080p, Nachrichten, Benachrichtigungen, Schnellmenü, Musikspieler, Virtual Surround Sound für PSVR und verbesserte Sprachunterstützung und auch Teamturniere zum Beispiel. Also eine ganze Menge. Ich selber bin ja Xbox-Besitzer, deswegen ich weiß nicht, was genau was ist, aber wenn ihr PlayStation-Besitzer seid, guckt es euch mal an. Und für Details haben wir auch wieder einen Link in den Shownotes. Gehen wir zum Streamen rüber. DAZN, D-A-Z-N, DAZN oft auch genannt, aber eigentlich DAZN ausgesprochen, ist ja so eine Art Netflix für Sport. Und die haben sich jetzt die UEFA Euroleague-Rechte für die Saison 2018-19 und halt weiter gesichert. Dementsprechend wird Sky die Rechte nicht mehr haben. Die Rechte für ein paar Bundesligaspiele sind Sky ja auch schon abhanden gekommen an Eurosport. Und für ja, fußballinteressierte Fans heißt es jetzt, es geht der Trend zum Drittabo. Also nicht nur Sky und Eurosport, sondern auch noch DAZN. Tja, also wenn die Euroleague für euch relevant ist, dann ist das eine wichtige Nachricht. Wenn die Euroleague für euch nicht relevant ist, dann ja, ist es auch egal. Wechseln wir zu Foursquare. Foursquare, der Location-Based Service-Dienst, von mir ja auch sehr geschätzt und genutzt, der unter anderem ja auch Swarm als App hat, aber auch Foursquare, die App an sich als Empfehlungsplattform für Orte. Die haben halt auch eine riesige Datenbank an Daten und powern diverse Firmen und Dienste im Netz, wie zum Beispiel Uber, Airbnb und auch Apple Maps. Tja, also die API darunter ist schon sehr mächtig, hat ganz viele Daten und deswegen nutzen das halt auch viele Entwickler. Und da wurde es mal Zeit, dass die Entwicklerseite aktualisiert wird und genau das hat Foursquare jetzt gemacht. Und das ist auch, glaube ich, das erste Mal seit, also so ein großes Update seit 2009, also 8 Jahre her. Ja, also wer mit Foursquare was basteln und bauen will, der kann sich da jetzt umgucken und hat neuere, bessere Möglichkeiten, die Foursquare API einzusetzen. LinkedIn. Die haben jetzt überraschenderweise auf einmal was von Snapchat kopiert. Also nicht nur Instagram kopiert, sondern auch LinkedIn. Und zwar in der LinkedIn-App auf eurem Smartphone gibt es eine Möglichkeit, halt auch direkt ein Video aufzunehmen. Und dort hat LinkedIn jetzt Geofilter integriert. Also ähnlich wie bei Snapchat und auch zum Teil bei Instagram kann man dann ein Video direkt taggen und natürlich bei LinkedIn in einem Business-Kontext, sprich zum Beispiel eine Konferenz. Die hat dann ihren eigenen Geotag, den kann man über einem Video drüberlegen und das Video somit halt ein bisschen aufpimpen. Und ja, haben wir darauf gewartet, man weiß es nicht. Machen so viele Video mit LinkedIn? Derzeit noch nicht, aber ich glaube, das ist so ein schlafendes Feature, auch gerade bei so einem Business-Netzwerk, was auch nochmal kommen wird. Und deswegen halte ich da auch ein Auge drauf. Wo ich ein Auge auch drauf halte, oder wir generell, ist natürlich auch Tesla, E-Mobilität. Und Tesla hat Quartalszahlen für das dritte Quartal 2017 bekannt gegeben. Und enttäuschenderweise sind nur 260 Model 3 gebaut worden. Eigentlich war die Vorhersage, dass in dem Quartal 1500 gebaut werden und jetzt sind auf einmal nur 260 vom Band gelaufen. Tja, das wird seine Gründe haben. Tesla wird auch eine Erklärung dazu haben und sie werden sagen, es wird besser laufen. Tja, aber erstmal Vorhersage nicht eingetroffen. Schade.
Aber eine Vorhersage, die endlich mal eintrifft, das ist die mit Sonos und der Alexa. Ich selber bin ja auch unter anderem Alexa-Kunde, weil die Sonos-Integration angekündigt war, da ich ja auch großer Sonos-Fan bin. Und heute ist es endlich soweit. Sonos und Alexa verstehen sich mehr oder weniger. Es gibt ein neues Software-Update, neue App und dort zusätzlich auch eine Skill für den smarten Lautsprecher von Amazon. Und damit kann man dann entsprechend die Sonos kontrollieren. Ich weiß nicht, ob man es hört. Im Hintergrund ist meine Alexa hier schon wieder am Reden. Denn man kann ja nicht in Ruhe Podcast aufnehmen, ohne dass man das Wort nennt und die Alexa anspringt. Ja, des Weiteren. Sonos öffnet ab 2018 seine API für alle. Es gibt ein neues Sonos-Zertifizierungsprogramm. Works with Sonos. Also Sonos ist wirklich jetzt, ja, dazu übergegangen, sich komplett zu öffnen. Und am 24. Oktober erscheint auch die Sonos One. Die ersetzt oder ja parallel ersetzt den alten Sonos Play One. Und das ist praktisch eigentlich eine Play One mit einer integrierten Alexa. Und ja, Sonos One ab 229 Euro dann verfügbar. Und ich bin gespannt und ich weiß nicht, ob ich mir so eine hole. Aber schauen wir mal. Und ja, jetzt kommen wir zu dem großen Thema heute. Google. Also heute echt eine pickepackevolle Folge. Genau, das wollte ich sagen. Ja, Google hat heute einen großen Event gehabt, ganz viel vorgestellt. Und wenn ihr Details haben wollt, guckt euch, wie gesagt, die Shownotes an. Wir haben Links drin. Ich ratter mal so ein bisschen durch. Vorgestellt waren die bekannten Google Pixel und Google Pixel 2 XL, die wir schon erwartet haben. Das Pixel 2 für 799 und das Pixel 2 XL geht bis zu 1049 Euro hoch. Tja, die Geräte im Detail, die Features und die Specs müsst ihr euch selber durchlesen, die erspare ich euch. Aber ganz tolles Feature ist, Google hat committed, dass es 3 Jahre lang Updates für den Pixel gibt. Also 3 Jahre Software- und Sicherheitsupdates. Das ist gerade im Android-Lager leider nicht gang und gäbe, denn da ja, ist sehr viel Defragmentierung. Und gerade die Hersteller, die zwischen sind, die liefern die Updates nicht aus. Und ja, schade und blöd, aber wenn man direkt bei Google kauft, dann hat man jetzt 3 Jahre Sicherheit. Und da können sie sich ruhig mal ja, etwas abschneiden von dem, was Apple da bietet. Da geht es durchaus ein bisschen länger. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber sie ziehen ja jetzt nach. Okay, nächstes Gerät, was vorgestellt worden ist, das Google Pixelbook und der Pixelbook Pen. Tja, neues Notebook mit Chrome OS, Google Pixelbook, kostet $999. Ja, dazu gibt es halt noch den optionalen Pixelbook Pen für $99. Klingt alles ein bisschen so wie Apple Pen und ja, eigentlich ein ganz schönes Gerät. 12,13 Zoll groß, 2 USB-C-Anschlüsse, kann man als Notebook nutzen, kann man aber auch zusammenklappen, dann ist es ein Tablet. Mehr Details, guckt es euch an. Und ja, interessantes Gerät. Und wir wechseln direkt zum nächsten Gerät. Denn das sind jetzt auch die AirPod-Konkurrenten. Und zwar die Google Pixel Buds. Also ganz viel Google Pixel im Begriff, aber die Google Pixel Buds sind smarte Ohrhörer von Google für 179 Euro. Also ähnlich wie die AirPods bepreist. Allerdings mit einem Kabel dran. Der Google Assistant ist natürlich dabei. Und ganz interessantes Feature, es gibt einen Simultan-Dolmetscher in bis zu 40 Sprachen. Mit einem kleinen Versatz von 1 bis 2 Sekunden werdet ihr, ja, spricht jemand mit euch und ihr hört die Übersetzung direkt in euren Pixel Buds. Das finde ich schon ein interessantes Feature. Ansonsten haben die Dinger 5 Stunden Wiedergabedauer, haben einen Ladeetui, also auch wieder ähnlich wie die AirPods. Hat mehrere Ladungen, mit denen man angeblich halt 24 Stunden Wiedergabedauer hinterher am Ende des Tages zusammenbekommt. Aufgeladen wird hierbei auch wieder mit USB-C, verbunden logischerweise mit Bluetooth, läuft unter Android logischerweise, aber auch ab iOS 10 verfügbar. Und, ja, gibt eine Warteliste. Also auch das wie bei den AirPods. Gut, da gab es keine Warteliste, aber sie waren auch nicht direkt für alle verfügbar, sondern nur in kleinen Mengen. So, nächstes Gerät, Google Clips.
kleine, witzige, ja, eher so Fun-Kamera, die Google da vorgestellt hat. Kleines Teil, Kamera, kann man aufhängen, kann man hinstellen, direkt ein paar Aufnahmen machen. Eher so ein Fun-Faktor, gehen direkt in die App rein, wird automatisch synchronisiert. Tja, kann man sich angucken. Kommen in den USA für $249. Ja, werden vermarktet für Eltern und Tierhalter. Und ja, guckt es euch an. Ich weiß nicht, ob wir sowas wirklich brauchten von Google, aber mein Gott, haben sie auch noch eine Mini-Fun-Kamera da am Start. Ja, und letztes Thema, Google Home. Zwei Geräte wurden vorgestellt. Einmal das Google Home Max. Das kostet $399 und ist praktisch ein Google Home einfach mit mehr Power in Sachen Sound. 20 Mal mehr Leistung, um genau zu sein. Und vom Gerät her ähnelt es ein bisschen auch so einer Sonos 5, habe ich den Eindruck, so auf den ersten Blick, wenn man es vergleichen will. Und das nächste Google Home ist das Google Home Mini, also einmal Max, einmal Mini. Das ist entsprechend der Echo Dot Konkurrent, also ein kleines Google Home für zu Hause. In den USA für $49, in Deutschland für 59 €. Kann vorbestellt werden, wird ausgeliefert am 19. Oktober und kann eigentlich das, was auch ein normales Google Home kann. Nur halt in einer kleinen, kompakten Bauart und logischerweise dann auch mit weniger Klang. Und damit beende ich die Folge auch mal und ich glaube, wir sind bald bei lockeren 12 Minuten angekommen. Das müsste eine der mit längsten Folgen sein beim Geek Talk Daily, aber war halt viel gegoogelt heute und ich hoffe, es hat euch, ja, zumindest ein bisschen interessiert. Ihr habt Spaß an den Infos gehabt und geht jetzt gut informiert in euren Tag. Ich wünsche euch einen guten Arbeitstag oder einen guten Schultag oder was auch immer ihr habt. Und morgen hören wir uns auch nochmal zum Abschluss der Woche. Und bis dahin sage ich ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.